Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Kollegin Müller, was ich teile, was Sie gesagt haben, ist durchaus das Erstaunen über die neue FDP, will ich es mal nennen, also die FDP, die sich jetzt für Radwege einsetzt, die sich für mehr Personal im öffentlichen Dienst einsetzt. Ich fand auch heute Morgen die Rede von René Rock. Also, ich musste mir ein paar Mal die Augen reiben, als er gesagt hat, es geht immer nur ums Geld und auch sich darüber beschwert haben, dass Wirtschaftslobby zu großen Einfluss hat. Also, alles gut. Also, weil, was uns unterscheidet, Frau Kollegin Müller und mich, ist, dass ich mit dieser neuen FDP viel besser umgehen kann und mit diesen Gemeinsamkeiten viel besser klarkomme und die eigentlich ganz gut ertragen kann. Wir haben gestern gemeinsam demonstriert, Seite an Seite, für die Unterstützung der Eltern. Also von daher, ich habe damit überhaupt kein Problem. Und deswegen vorweg, wenn die FDP kluge Sachen in den Landtag einbringt, dann stimmen wir dem zu. Und deswegen werden wir dem Gesetzentwurf zustimmen. Jetzt heute noch nicht, weil zweite Lesung, aber in der dritten Lesung werden wir dem zustimmen. Von daher würde ich sagen, auch wenn es teilweise ein bisschen verwundert und erstaunt, aber umfallen ist ja nicht ganz schlimm, wenn es in die richtige Richtung ist. Also von daher finde ich, kann man dort die positiven Dinge auch aufnehmen, meine Damen und Herren. Mag ja auch daran sein, dass die FDP-Fraktion personell sich auch verändert hat. Das kann ja auch dazu beigetragen haben. Gut, zur Sache selber. Oh, Entschuldigung. Zur Sache selber. Die meisten Anzuhörenden waren sich ja in der Anhörung einig, dass eine Baulast des Landes grundsätzlich eine Erleichterung und Beschleunigung der Schnellradwege bedeuten könnte. Deswegen ist es auch richtig, die Ressourcen bei Hessenmobil zu hinterlegen. Die Umstrukturierung, die jetzt übrigens ja auch 2021 ansteht, also der Wegfall der Autobahn, können ja auch genutzt werden, gerade hier das stärker. Das haben Sie vergessen zu sagen, Herr Dr. Naas, deswegen sage ich das auch in Ihrem Namen, dass das eine Möglichkeit ist, eben auch Hessenmobil umzustrukturieren. Also von daher ist die Idee, Radwege zum Land zu holen, eben auch eine Landesplanung zu machen, total richtig. Weil wir wissen ja, dass bei kaum einem Verkehrsträger die Qualität der Strecke so entscheidend ist für die Attraktivität wie bei den Radwegen. Weil es ist, und bei kaum einem Verkehrsträger ist die Qualität so schlecht, das muss man auch sagen. Weil die Frage, ob man aufs Rad steigt oder nicht, hängt damit zusammen, ob es gute Radwege gibt. Ich gebe noch einiges andere, wie sichere Abstellboxen zum Beispiel an den Bahnhöfen, bessere Mitnahmemöglichkeiten im ÖPNV. Weil es gibt ja den einen oder anderen, die durchaus sagen würde, ja. Also, Frau Wissler, das ist aber Ihre Fraktion, gell? Das liegt jetzt nicht am Landtag, wollte ich nur mal mitteilen. Randale bei den Linken. Sie haben das Wort. Ja, ja. Gut, ich repariere meinen Pult dann, meinen Tisch dann später. Vielleicht, ja, also, das ist natürlich auch für viele die Frage ist, ich würde ja zur Arbeit pendeln mit dem Rad, aber vielleicht nur eine Strecke. Deswegen brauchen wir auch verbesserte Möglichkeiten bei der Fahrradmitnahme im ÖPNV. Aber in der Regel ist es eben so, dass die straßenbegleitenden Radwege oftmals ja, sehr stark eben auch an die Autostruktur angepasst sind. Entschuldigung. Ich rede jetzt so lange, bis mein Pult, mein Tisch wieder repariert ist. Also ich bin 6 Minuten noch ruhig, aber dann nicht mehr. Sie haben immer noch das Wort. Es tut mir leid. Die Infrastruktur in dem. Ja. Aber gut, wir reden ja über die Infrastruktur, ja. Ja, also deswegen der Gedanke von Radschnellwegen ist ja genau eben die Fahrradverbindungen schneller und schneller zu machen, dass es eben wenig Hindernisse gibt, wenige Anhaltezwänge, ein flaches Profil und generell einen guten Ausbaustandard. Und da muss ich allerdings auch sagen, da finde ich, Herr Minister, da geht es in Hessen einfach sehr, sehr langsam voran. Weil ich habe mir jetzt auch noch einmal Ihre Presseinformationen angeschaut von dieser Woche. Und in den Jahren 2016 bis 2019 wurde der Neu- bzw. Ausbau von insgesamt 17,2 Kilometern Radwegen im Zuge von Landesstraßen fertiggestellt. Also in 3 Jahren 17,2 Kilometer Radwege angesichts von 7.000 Kilometer Landstraßen, die wir haben. Also ich glaube, dass wir uns da sogar einig sind,
dass wenn es in dem Tempo weitergeht, dann wird es ja schon noch einige Jahrzehnte, also da müssten wir noch ein paar Jahrzehnte hier, noch ein paar Jahrzehnte zu tun, damit es, wenn es in dem Tempo weitergehen soll. Und 36,3 Kilometer Radwege an Landstraßen wurden saniert. Ich glaube auch in den 3 Jahren. Und 8 fertiggestellte Radwegeprojekte mit einer Gesamtlänge von 9 Kilometern waren Teil der Sanierungsoffensive. Also 9 Kilometer, ich sage mal so, das fährt der nicht ganz, der nicht mal sehr schnelle Radfahrer in einer halben Stunde, jetzt nur mal, um das so zu übersetzen. Also da würde ich sagen, mit aller Vorsicht, da gibt es doch eine ganze Menge Optimierungsbedarf noch. Und das könnte schon deutlich schneller werden, weil, wie gesagt, wenn wir in dem Tempo weitermachen, 17,3 Kilometer in 3 Jahren, dann wird es doch sehr lange dauern, bis wir hier wirklich ein Fahrradland Hessen sind, was Schwarz-Grün ja sehr vollmundig vor 5 Jahren ausgerufen hat, meine Damen und Herren. Sie haben die AG Nahmobilität und die Radwegeoffensive ausgerufen, aber, und das muss man sagen, die Radfahrerrealität ist in diesem Land immer noch ziemlich trist. In den vielen Orten enden einfach die Radwege im Nichts. Wir reden jetzt heute nicht über die kommunalen Radwege in den Innenstädten. Da haben wir natürlich ein riesiges Problem. Das will ich nur ansprechen, weil ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sagt, wir wollen die Radwege nicht ausbauen in den Innenstädten. Aber in den Innenstädten haben wir halt ein Platzproblem. Ja, es gibt kaum jemanden. Es gibt jemanden. Aber ich wollte jetzt sagen, viele sind dafür, die Radwegeinfrastruktur auszubauen. Nur da man in den Innenstädten nur mal über bebaute Gebiete redet und man halt Häuserzahlen nicht einfach mal um 3 Meter nach hinten verrücken kann, ist das dann am Ende halt wieder mal eine Verteilungsfrage. Weil wer mehr Platz für Radwege haben möchte, der muss eben auch sagen, wo man den Platz hernimmt. Und dann muss man eben auch sagen, da muss man aus 2-spurigen Straßen vielleicht eine 1-spurige Straße machen und den Autos entsprechend Platz wegnehmen oder eben Parkplätze in den Innenstädten abbauen. Also das muss man einfach deutlich machen. Aber heute geht es jetzt nicht um die Innenstädte, sondern vor allem eben um die Landstraßen. Und da brauchen wir die überörtlichen Wald- und Feldwege, dass eben nicht jede Kommune irgendwie bis zur Stadtgrenze plant, sondern wir eben auch überörtliche Verbindungen haben. Und da will ich noch einmal darauf hinweisen, dass es auch um die Frage von einheitlichen Standards geht. Weil es ist eben schon so, dass eine Fahrradinfrastruktur ist mehr als ein bisschen weiße Farbe auf der Fahrbahn. Ja, und die gestrichelte Linie, sondern Fahrradinfrastruktur bedeutet im besten Fall baulich abgetrennt, bedeutet, dass es nicht alles nur an den Straßen orientiert ist, sondern dass es auch eine eigene Verkehrsinfrastruktur zum Radfahren gibt. Und wie eine wirklich gute Infrastruktur für Fahrräder aussieht, das kann man sich ja anschauen. Das kann man sich anschauen in den Niederlanden oder in Dänemark. Das wird ja immer wieder auch zitiert. Das ist eine Infrastruktur, in der Menschen eben ohne Sorge Fahrrad fahren können, in denen Eltern ihre Kinder aufs Fahrrad setzen können und keine Angst haben müssen. Oder Seniorinnen und Senioren, ungeübte Radfahrer fahren können, ohne dass sie Angst haben müssen, eben in Haaresbreite von Autos überholt zu werden. Und genau das müssen wir auch schaffen. Wenn wir eine Verkehrswende hinkriegen wollen, dann muss das Fahrrad dabei auch eine Rolle spielen. Das ist nicht ein Bestandteil. Und deswegen ist es sinnvoll, dass wir hier eben auch beim Thema Landesradwege vorankommen. In NRW, es ist ja heute sehr beliebt, auf die anderen Seiten von Flüssen und in die anderen Bundesländer zu gucken. In NRW, da hat man sich ja vor 4 Jahren schon auf den Weg gemacht und sogenannte Radschnellverbindungen des Landes geschaffen. Also das heißt, in anderen Ländern ist das ja durchaus möglich. Und das wäre konsequent und sinnvoll, wenn eben Radwege mit überörtlicher Bedeutung als Landesradwege geschaffen werden würden, wenn sie aus einer Hand geplant würden. Dazu brauchen wir Personal. Das haben Sie jetzt in Teilen auch gemacht, Herr Minister. Dazu brauchen wir eine einheitliche Planung. Und dazu brauchen wir einheitliche Ausbaustandards. Und deswegen, wir werden es jetzt heute nicht verabschieden. Wir hätten dem Gesetzentwurf heute zugestimmt. Dann stimmen wir in der dritten Lesung zu. Wir halten das für eine richtige Initiative. Und da würden wir wirklich ein kleines Stück mal wenigstens vorankommen bei dem Thema Fahrradland Hessen. Vielen Dank.